Schlecht. Hallo, wer bist du? Hey there, ho there, welcome to the Gecko Match. Make it to the top and win big. For a 5-game entry fee, you can get into the action. What do you say? Gut, ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Ich sage einfach mal ja, für 5 Edelsteine sind wir dabei. Ich meine, die kann ich ja... Wow, okay, let the games begin. Was muss ich machen? 4. Haha, you won the road, keep going. Ah. Okay, es ist wirklich ein Glücksspiel, okay. Wir können noch mehr draufsetzen, mal sehen. Ups, was haben wir? Eine 3, oh Gott, er hat eine 6. Too bad, you lost the road, but you're still in the lead, keep going. Also, wir könnten jetzt nochmal würfeln und dann mit 30 Edelsteinen rausgehen, aber ich sag mir, tun wir noch 15 drauf. Ups, das war eine 4, wunderbar. You on the roll, keep going. Ja komm, wir machen jetzt versuchen, die Spitze zu erreichen. 5. Ja, ich glaube, wenn man... Ich muss drücken, um den Würfel anzuhalten. Ich vermute es... Ich muss einfach eine hohe Zahl drücken, dann hält er auch bei dieser Zahl an. Machen wir mal 25 noch, ja. So, da war gerade eine 6. Okay, eine 2. Das ist blöd. Aber wir sind immer noch ganz oben. Ja, wir könnten mit 150 weg, aber wir fügen nochmal 30 hinzu. So, ups. 6. Wunderbar. You on the road, keep going. Ja, boah, 210 können wir schon haben. So, whoop, 5. Okay, das ist einfach. That was amazing. You got a bonus of 100 games for reaching the top. You walk away with a total of... geil. Okay, also, das mache ich später nochmal. Wir haben noch einen 100 Edelstein-Bonus bekommen, dass wir die Spitze erreicht haben. Und wir haben insgesamt 380 Edelsteine gewonnen. Das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich geil. Okay, das Skies, Hatchery, also da, wo sie ihre Vögel hat. Aber wir gucken nochmal, ob es Kit hat. Sehr gut, da wird nichts drin sein, aber vorsichtshalber sehe ich doch mal nach. Nein, da ist nur ein oranger Warp-Squid und sonst nichts. Okay. Nein, dann gehen wir wieder raus. Der wird uns auch mal erzählen, dass ihre Kinder weg sind. Deswegen lassen wir das. Gehen wir lieber mal in den Item-Shop und sehen uns an, was der lokale Markt so zu bieten hat. Für interessante Dinge. Oh, hallo, schöne Frau. Du arbeitest anscheinend jetzt diesmal hier und nicht in Badehaus. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn? Weil, Cream, Unsichtbarkeitscreme, Exit Candy. Oh, 5 Twin Mints. Twice the attack and double the fun. Zwillingsminze. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Ich kauf's mir einfach mal. Storm. 20 Storm. Nein, Storm Puffs hat man schon. Brauchen wir nicht. Die Flashballs auch nicht. Pike Balls kaufe ich mir gleich. Ja, Pike Balls kaufe ich mir noch welche. Denn die waren ziemlich genial. Und wir haben ja jetzt das Geld. So. Gehen wir mal raus. Ich bin jetzt echt gespannt. Nein, ich wollte nicht tanzen. Ich wollte mir angucken, was die Twin Mints sind. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Kann ich das hier aktivieren? Ja. Oh, geil. Also ich fürchte mal, das sieht man wieder auf der Aufnahme nicht, weil das wieder so ein, Wackelding ist. Aber jetzt habe ich zwei Shantae's direkt nebeneinander. Das heißt, ich kann mit zwei Shantae's gleichzeitig angreifen. Zumindest, wenn ich das jetzt mit der Beschreibung richtig verstanden habe. Das ist ziemlich geil. Gehen wir mal zu Sky's Hatchery rein. Na, ich fürchte mal, auf der Aufnahme kann man nur eine Shantae sehen, aber naja. Oh, hallo. Weht hier so ein Wind drin. Toll, ich bin auf sie zugegangen, hab den Knopf gerückt und dann geht Shantae erst nach rechts, ist klar. What are you doing in Oasis Town? Also, was tust du hier in Oasis Town? Hey, Shantae, I sold my Warbirds, so I'm here on an account. As you can see, I've got some new trainees to keep me company. What do you think? Okay, sie hat ihre Kriegsvögel verkauft und ist dann hier hingekommen nach Oasis Town, um neue Eier zu finden. Und frag uns jetzt, was wir von davon denken. Also, anscheinend kennen die sich. Shantae, great, but I don't see Wench around. You didn't sell him, did you? Okay, ich finde ich gut, aber ich sehe hier nirgendwo Wrench. Du hast ihn nicht auch verkauft, oder? Of course not, I'd never part with him. Natürlich nicht, ich würde mich niemals von ihm trennen. Würde ich das, Wrench? Oh, hallo, wer bist du denn? Du bist anscheinend Wrench. So, how's the Genie-Business? Are you still playing Watchdog for the Dinky Fishing Hole? Also, wie ist so das Genie-Leben? Spielst du immer noch den Wächter für dieses Dinky-Fischloch? Also, ich weiß nicht, was Dinky heißt, für dieses wahrscheinlich irgendwie schmierige Fischloch oder so.
Scuttlestown is no hole. Besides, right now it's turning up more action than any place. Which reminds me, I'm searching for something called the Golem Stone. Ever heard of it? Also, Scuttletown ist kein Loch. Und, sorry, ich muss mal eben husten. So, geht weiter, sorry. Scuttletown ist kein Loch. Da ist mehr Action als, momentan sogar mehr Action als sonst irgendwo. Und übrigens, ich suche nach dem Golemstein. Hast du irgendwas davon gehört? Nope, but there's a place called the Golem Mine a few miles into the desert. Ja, da waren wir, glaube ich, schon. Could be some connection. I'd show you where exactly, but I need to tend these eggs. Would you like me to send Wrench to scout for you? Also, es gibt anscheinend eine Golem-Fabrik irgendwo in der Wüste, ein paar Meilen entfernt. Und da waren wir anscheinend schon, weil wir erst in die falsche Richtung gelaufen sind. Und sie kann aber leider selbst nicht dahin, weil sie sich um die Eier kümmern muss. Und deswegen fragt sie, ob sie Wrench dorthin senden soll, um die Gegend für uns auszukundschaften. Would you? That'd be perfect. Find the mine. Wrench, go. Okay, also, Wrench ist jetzt losgeflogen, um die Mine zu finden und, also eine Golem, nicht eine Golem-Mine, sondern nicht eine Golem-Fabrik, sondern eine Golem-Mine und wir müssen jetzt dahin. Just head for the desert and keep your eyes open for Wrench. In the meantime, I'll ask around with my messenger birds. Deal? Deal, thanks to Sky. Bye. Okay, wir müssen jetzt anscheinend in die Wüste und ein Auge aufhalten für Wrench, dass wir den finden. Und er wird uns dann zur Golem-Mine führen, hoffentlich. Gut, dann können wir zum nächsten Dungeon. Hoffentlich bald. Ich gehe nochmal in den Speicherraum. Und speichere. Was man ja auch so im Speicherraum macht, ne? Hallo, alter Mann. Ich frag mich, wie du so schnell in die ganzen Städte kommst. Oder sind das alles deine Zwillinge? Naja, wie auch immer. Ich speichere und dann mache ich hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao.